Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Terraria. Das war im letzten Part jetzt relativ witzig. Ich habe ja beendet, weil da so zwei Hopliten waren und ich frage mich nicht wie, aber ich habe die irgendwie beide besiegt. Den einen habe ich besiegt, indem ich eine Dynamitstange runtergeworfen habe und er genau dann im richtigen Zeitpunkt reingerannt ist und ich weggelaufen bin. Schade, dass das nicht auf der Aufnahme war, aber das war irgendwie zu witzig. Naja, und jetzt, Sedi kann sich irgendwie auf jeden Fall nicht mit der Wormhole Potion hier runter teleportieren, also irgendwie haben wir da Probleme mit. Was nicht so cool ist. Und ich kann wieder gerade Infinite Fledermäuse töten, weil sie buggen. Das finde ich witzig. Beste Geldfarm-Methode auf jeden Fall. Vor allem, weil sie erwischt mich gerade auch nicht. Doch jetzt. Oh nein, hier ist noch ein Hoplit. Die Rache der Hopliten. Die Rache der Hopliten ist real. Oh. Ich lebe für immer noch. Mit 28 Life. Der wollte sich eindeutig rächen. Ich sag es dir. Ah, oh, es tut mir leid, wenn ich mich dann immer so einbuddeln muss, Leute, aber wenn ich sterbe, bringt uns nicht viel. Was machst du eigentlich gerade oben? Ich laufe gerade nach unten. Ah, stimmt, sehe ich gerade, weil deine Fuß auf einmal relativ nah kommen. Dann versuch das auf jeden Fall mal. Warte, du bist. Wo bist denn du? Eigentlich nicht mehr so weit weg, glaube ich fast. Ah ja, da. Okay, genau. Ja, ja, geh hier dann links runter so. Also jetzt hier rechts, runter links. Und dann von hier aus jetzt gleich nach rechts. Rechts. Ja, da kommst du schon relativ nah. Pass auf, nicht zu tief springen, sonst nimmst du falsch an und bist tot. Ah, alles gut. Ja, ich will nur nicht, dass du uns wegstirbst. Aber dann gib mir nochmal die Wormhole Potion, ne? Und hier nach rechts. Wenn du einen guten Sprung machst, solltest du das überleben. Und jetzt hier rechts, schnell. Hier kommen auch Hopliten. Das war diese Ecke, wo du dich hin teleportieren wolltest. Hier weiter rechts. Immer noch? Nein, immer noch rechts. Ah, warte. Warte, hier ist eine Fledermaus. Okay. Jetzt musst du hier eigentlich nur noch runter und dann links unten bin ich. Aber pass auf, das ist ein Tief. Da fällst du ein bisschen. Also du musst ein bisschen aufpassen, nicht, dass du zu tief fällst. Genau, und jetzt bist du eh hier. Willst du auch hier rein? Da ist schon... Nee, warte mal. Ja, doch. Warte, da unten ist eine Truhe. Ja, die habe ich aber schon geöffnet. Ja, da war ich, aber da können wir von da aus können wir mit der Lore wieder fahren. Deswegen sollten wir trotzdem runter. Buddel uns mal runter. Da ist ein Wikinger. Ja, Wikinger kann man überleben. Die Hopliten sind das Schlimme. Die Wikinger sind schon machbar. Okay, bereite dich schon mal auf den Kampf vor. Jetzt fahren wir beide gleichzeitig mit der Lore los, aber gehen wir erst nochmal hier links Luft schnappen. Hier oben kann man noch auch Luft holen. Ja. Oh, da kommt noch ein Wikinger. Jetzt fahren wir los, komm. Wo ist denn die Lore? Ja, die ist hier, wo wir stehen. Ja. Let's go. Ja, ich hab. Mit Vollgas. Und warte. Wir fahren einfach mal komplett durch, bis wir an der Bremse angelangen. Wir fahren durch das Spinnennest wieder. Aber da ist jetzt keine Spinne da bei gerade der nicht, nee. Jetzt sind wir hier. Okay. Okay. Ich baue uns mal hier hinten so ein bisschen Safety. Ich nehme hier am besten die Schiene weg, dass wir wirklich safe sind vor den Spinnen. Ja. So, jetzt kommt von da wirklich keine Spinne durch. Dann können wir uns hier rechts hinwagen, weil hier dürften die Spinnen von links eigentlich schon despawned sein.
Ne, eine Spinne ist dort. Okay, wir müssen aufpassen. Eine Spinne ist dort. Die macht viel Damage, aber wenn wir richtig gegen sie vorgehen, kriegen wir sie schon down. So. Ich habe ja noch meine tolle Shotgun, die nicht viel Damage macht und auch sehr langsam schießt. Nein. Oh, pass auf, dass die Spinne. Pass auf die Spinne auf, bleib unten, da kommen sie. Oh mein Gott, Junge. Ich muss dir jetzt Hilfe ein. Geh weg, geh weg, geh weg. Zieh dich zurück, ich glaube, das ist nicht so viel Leim. Achso, du hast noch 120. Ja. Geh unter Wasser, da bist du vor dem Slime zumindest sicher. Außer vor seinen Schüssen halt. Oh mein Gott. Ich muss gerade mal ein bisschen abtauchen. Nein! Nein! Du hast mir noch nicht die Wormhole Potion gegeben, ich könnte ausrasten. Oh. Ah, dann gehe ich erstmal das Zeug ein bisschen wegmachen. Oder hast du sie in die Kiste gelegt, die Wormhole Potion? Nee. Toll. Ah, und der Guide chillt hier so auf dem Stuhl. Macht er sich gemütlich, während ich tot bin. Finde ich nett. Nein. Ah, und du wurdest auch besiegt vom Ice Spike. Ja. Sedis Fleisch wurde von den Knochen gerissen von Eis. Diese Sprüche, Junge. Okay, dann machen wir jetzt was anderes. Ich glaube nicht mehr, dass wir da runter sollten. Nein. Warte hin. Ja. Ah, danke. Jetzt bringt sie mir nicht mehr viel. Ja, jetzt hast du sie aber. Hurra, ich freue mich. Ah, ich stehe nicht am Amboss. Ah, ich stehe nicht am Schmelzofen. Ich muss erst zum Schmelzofen und die Eisen verarbeiten. Zu Waren, genau. Okay, da geht ein bisschen was. 49, das ist nicht zu schlecht. Okay. Wir haben jetzt insgesamt satte 66 Bleibarren. Das Warte, kann ich habe auch noch ein bisschen. Ich habe auch noch Blei. Ja, dann her damit. Aber lass die Tür zu. Und ich habe noch ein Platinerz. Ja, okay, das ist gut. Und Blei? Ein Silbererz. Okay. Und 66 Bleierz. 66 Bleierz, das ist nicht schlecht. Warte, da lässt sich noch mal einiges draus machen. Oha, jetzt haben wir 88 Bleibarren, das ist krass. Oh, ich habe eine Bombe. Oh, bitte nicht hier drin sprengen. Du würdest uns komplett zerstören, sozusagen. Nur 8. Alter, das ist heftig. Okay, wir haben 30 Platinbarren. Müssen wir natürlich gut überlegen, was wir mit dem Platinbarren machen. Wir könnten uns natürlich jetzt Platin-Rüstung bauen, das wäre natürlich schon eine heftige Sache. Würde das für uns beide reichen, oder nicht? Nein, leider ganz und gar nicht. Wir brauchen. Es werden mir nicht mal. Der Brustpanzer wird mir nicht mal angezeigt, wie viel wir für den brauchen. Wie viel brauchen wir denn für den? Ah doch, nein, hier wird nur Blei gezeigt. Hä, wie viel brauchen wir denn für den Brustpanzer? Hau mal raus, Guide, wie viel brauchen wir für den? Wir brauchen für den 35 Barren. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Ich kann den Platinhelm könnte ich uns bauen. Aber ich habe jetzt einen Silberhelm. Du hast einen Silberhelm schon? Ja, den hast du mir mal gegeben. Okay, dann könnte ich mir vielleicht den Platinhelm bauen. Oder willst du den haben? Nee. Nicht. Warte mal, wie viel Abwehr hat denn der Silber? 3. Silberhelm. 3 hat er? Ja, der Platinhelm hat halt 5. Der hat halt einfach mal 2 mehr, ne? Das ist halt schon einiges.
Und die Füße haben auch 5. Ja, okay, dann ist okay, wenn ich mir den Platinhelm baue. Ja. Okay. Wie sieht der eigentlich aus? Ey, der sieht relativ okay aus. Und jetzt bauen wir uns, denke ich, erstmal den Rest des Körpers mit Bleirüstung voll. Weil dass wir mindestens schon mal ein bisschen was haben, ne? Weil wir haben noch Holz am Körper. Okay, zwei Bleikettenhemde. Warte, ich lasse dir das eine jetzt fallen, ne? Hier. Und das eine rüste ich mir aus. Okay, jetzt habe ich schon 8 Abwehr. Du dürftest 6 haben. Gell? Du hast 6 Abwehr, oder? Ist das da unten dieses silberne Schild? Ja, genau. Ja, habe ich 8. Ah, dann hast du 8 sogar. Was hast du denn als Ja. Schuhe? Holz. Holzschuhe, Bleirüstung und Silberhelm, gell? Und du hast 8. Ja, und Was hat denn, was haben, was ich haben hab. denn deine Krallen als Schutz? Die haben noch mal einen Abwehr. Ah, Und ich okay. habe ja noch so eine Fessel, die hat auch einen Ah, Abwehr. okay. Also dann ist es egal, wer will die Bleischuhe haben, dann haben wir nämlich beide gerade gleich viel Abwehr. Wer will die Bleischuhe haben? Ja, nimm du ruhig. Nee, geben wir sie dir. Warte. Hier, komm her. Okay. Hast Da du sind mir Blei. gegeben, oder? Ja. So, dann hast du jetzt eine Bleirüstung und oben den Silberhelm, also schon mal ein bisschen besser. Oh, ich könnte sogar noch Silbersachen bauen. Soll ich dir die Silberschuhe bauen? Wie viel haben die Bleischuhe? Die haben 2. 2, okay, die Silber haben 3. Dann machen wir es so, dass ich dir die Silber gebe und du mir die Blei. Dann hast du nochmal 3 Abwehr plus und ich 2. Ist das okay? Hier, Silber. Habe ich die Stiefel gegeben? Ja, hast du. Cool. Okay, jetzt haben wir ein bisschen besseres Zeug, nämlich mal an Abwehr am Start. Und Schwerter haben wir eigentlich schon relativ okay. Also wir könnten es bald eigentlich schon mal gegen dieses Auge probieren, fast schon. Oh, die Fessel würde ich gerne haben. Welche Fessel? Ja, hier lag eine Fessel. Au! Lass bloß nicht das Auge rein. Du hast die Tür auf. Ja. So, jetzt habe ich 4 kritische Trefferchance. Ja, okay, da du die Rüstung auch ausgenommen hast, diese eine nehme ich jetzt auch mal dieses Mädchen-Outfit ab, würde ich sagen. Ja. Alter, die Augen, die kriegen gar keinen Schaden. Doch, jetzt ist das eine tot. Gut. Ja gut, wer braucht das schon? So, jetzt sind wir mal normal gekleidet, relativ würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, warte, wie konnte man so gerade mal Favorit machen? Jetzt sind wir relativ normal gekleidet. Okay, dann. Sollen wir das auch. Ne, jetzt können wir das Auge eh nicht mehr probieren. Die Nacht ist schon fast vorbei. Oder sollen wir nochmal da runter in die Höhle? Eigentlich nicht, oder? Was meinst du? Nee. Nee. Oder können wir jetzt vielleicht in der Corruption gegen ein bisschen aufmischen, weil wir haben jetzt bessere Rüstung. Weißt du, wie du meinst? Oder nochmal in die Wüstengegend. Lass nochmal in die Wüstengegend gehen. Lange werden wir da wahrscheinlich eh nicht überleben. Ja, okay. Und dann sammeln wir, denke ich, eh mal offscreen noch so den restlichen Zeug so ein bisschen, dass wir dann im nächsten Part, denke ich mal, das Auge besiegen können, Leute. Wir müssen halt noch überwiegend vor allem Herzkristalle sammeln, weil wir haben halt echt wenig Herzen noch. Du hast 2 gerade mal mehr gekriegt zum Standard und ich 1. Ja.
Aber wie gesagt, eigentlich sollten wir jetzt an der Rüstung schon ein bisschen was merken. Es ist Ja. vielleicht noch keine Ultra-Rüstung, aber es ist schon ein bisschen mehr, weil hatten wir beide noch 4 Abwehr und du, glaube ich, auch ungefähr 4. Und jetzt haben wir halt beide schon mal 8 oder 9 oder sowas. Ist halt fast das Doppelte. Also, es ist das Doppelte. Hier Gewalttätige wieder Fessel. runter. Oder sollen wir 4 Nahkampftempo. Weitempo? Oh Gott, erstmal sollten wir hier diese Augen loswerden. Möglichst ohne sterben. 4 Nahkampftempo. Oh, das lebt wieder unendlich, das Auge, oder? Nee. 4 Nahkampftempo ist eigentlich schon nice. Oder kritisch Hit. Ja, ich nehme lieber das noch. Nochmal kann ich es ja nicht ausrüsten, ne? Nee. Oh mein Gott, bei mir kommt schon so ein scheiß Viech daher. Und es laggt wieder. Warum musst du eigentlich immer in der Wüste laggen? Ist es dir auch schon aufgefallen? In der Wüste laggt es immer übertrieben. Ach, Kacke. Hilfe. Man merkt schon den Unterschied von unserer Abwehr. Ich glaube, inzwischen hätten wir schon deutlich mehr Schaden genommen. Ja. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt wahre Wunder verändert hat, aber auf jeden Fall ein bisschen schon. Oh, aber da kommt schon wieder dieses Ameisenviech. Und zum fliegenden Viech. Ich mag diese Viecher nicht. Aber mein Schade. Zuckerstangenschwert macht ganz guten Job. Sollten wir wirklich da reingehen? Wollen wir da runter oder wollen wir darüber? Gehen wir mal Erstmal. Also, darüber, was stimmt. wäre. Wollen wir mal. Genau, gehen wir mal drüber und erkunden links weiter. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Und meine Leben neigen sich langsam dem Ende zu. Benutzen Heiltränke. Gute Idee, ich benutze sie irgendwie nie. Oh, eins mit eins Abwehr. Ne, warte, eins Abwehr hat es von Haus aus, ne, das Teil. Ja. Ja, ist ja gut. Okay, versuchen wir uns drüber zu tun. Oh nein, schon wieder so einer. Pass auf, das Auge. Kacke. Ich habe halt mit diesem Sword gute Reichweite, das gefällt mir so ein bisschen, weil es so groß ist. Aber dafür ist es nicht so schnell im Schwingen wie deins. Okay, hier kommen wir wieder in eine normale Gegend. Ja, ich habe den 50. Zombie besiegt. Bestes Achievement. Da hat er bis gestorben. Ja, irgendwas dachte ich auch gerade, oder dass irgendein besonderes Event kommt. Sowas wie Sonnenfinsternis, Blutmond und so weiter und so fort. Wobei die Sonnenfinsternis kommt erst ab Hard Mode. Und die ist auch kein Joke, sag ich dir. Die Sonnenfinsternis, die ist übel. Nee. Aber da sind halt auch die geilsten Items in der Sonnenfinsternis zum Abstauben. Also dann mit den Items kannst du ja dann die Terra Blade hier bauen. Oh, Dschungel. Dschungel ist eigentlich eine der schwersten Gegenden immer. Also da musst Da du gibt's aufpassen. Die diese im Dschungel sind eigentlich Schildkröten. immer die stärksten. Ja, die Schildkröten kommen aber erst im Hard Mode. Schön, dass du dich noch an die erinnerst. Aber die kommen erst im Hard Mode. Aber die sind auch schwer, ja. Im Hard Mode sind hier noch viel üblere Gegner, aber auch schon im normalen Modus sind hier eigentlich die stärksten fast. Mitunter von der lila Gegend. Ah, schön, wie du wieder rumleckst, Dämonenauge. Das ist so nervig ohne Witz. Der Dschungel könnte interessant werden. Oh Gott, die Piranhas, glaub mir. Pass auf die auf, die sind stark. Und sobald du ins Wasser gehst, verfolgen sie dich auch. Da kriegen sie volle Verfolgungswahn. Siehst du? Okay. Können die auch da rausspringen? Ja, so ein bisschen können sie es, aber nicht so hoch, glaube ich. Ah, das Auge leckt wieder, hurra. Ja, aber ich würde sagen, ja, doch, wir beenden jetzt hier die Folge.
Also wir werden wahrscheinlich jetzt offscreen noch so ein bisschen hier so die Welt erkunden. Wir können euch ja dann beim nächsten Part, wenn wir so weit sind, fürs Auge zeigen, was wir so alles erreicht haben. Und dann würde es mich freuen, wenn euch der Part gefallen hat und ihr einen Daumen hoch da lasst und dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. We'll be right back.